Ich habe eine tolle Idee, was wir jetzt machen können. Meine Mama kommt ja gleich vom Arbeiten und da hat sie bestimmt Hunger. Und dann können wir ihr was zum Essen kochen. Du und deine Ideen. Kannst du überhaupt kochen? Ja, ich hab's voll drauf. Wir können ja das Schnitzel und die Würstchen braten. Meinetwegen. Wenn du dich damit auskennst, dann helfe ich dir beim Kochen. Hol bitte die Pfanne aus dem Geschirrspüler. Ja, mach ich. Anna, hast du nicht noch was vergessen? Nein, wieso? Was denn? Ja, wie wär's mit Öl? Sonst brennt ja alles an. So, das müsste reichen. Und jetzt rein mit den Würstchen in die Pfanne. So, und den Herd noch einschalten. Das duftet ja schon richtig lecker. Komm, Lena, in der Zeit, wo die Würstchen braten, können wir ja schon den Tisch decken. Ja, lass uns das machen. Ja, das sieht schön aus. Da wird sich deine Mama bestimmt freuen. Wir haben das Besteck vergessen. Das ist da hinten in der Schublade. Perfekt, jetzt kann Mama kommen. Komisch, was riecht hier so? Irgendwie verbrannt. Ja, stimmt, jetzt rieche ich's auch. Oh nein, die Würstchen sind verbrannt. Oh, das ist so schade. Jetzt hat Mama nichts zum Essen. Aber als erstes stell mal den Herd aus. Vielleicht mag Mama die Würstchen ja so. Ich glaub eher nicht, das schmeckt doch gar nicht. Was ist hier los? Das stinkt ja so verbrannt. Ja, Kinder, was habt ihr denn hier gemacht? Das ganze Haus stinkt. Wir wollten dich überraschen und haben zwei Würstchen und ein Schnitzel gebraten. Ja, wirklich schade. Ihr hättet halt auf die Würstchen aufpassen müssen. Und den Tisch habt ihr so schön gedeckt. Mami, vielleicht willst du die Würstchen doch probieren. Vielen Dank, Anna. Aber das sieht nicht so lecker aus. Aber ich hätte da eine andere Idee. Wie wär's, wenn wir? Hier, schaut mal. Hier sind zwei leckere Hamburger für euch. Cool, Mami, die sehen voll lecker aus. Das war eine tolle Idee. Und nächstes Mal, wenn ihr kochen wollt, dann sagt es mir und dann machen wir es zusammen. Und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Ja, auf jeden Fall, Mami. Nächstes Mal kochen wir nur noch zusammen. Wir könnten ja dann gemeinsam eine Pizza backen. Ja, tolle Idee. Das können wir dann nächstes Mal machen, wenn du uns besuchst.